Ja, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Avatar von Tears of Pandora. Jetzt habe ich kurz überlegt, müssen wir waren. Wir wollen immer noch dieses PDA-Buch abgehen, das heißt, wir müssen, ich glaube, mit denen hier sprechen. Hey, gut, dass du genau. hier bist. Genau, wir geben ihnen das Buch und dieses Tablet-Ding und dann gucken wir weiter. Das Tier, das du entdeckt hast, ohne Kuru? Bestien. Die RDA hat sie gefangen und ihre Kuru entfernt. Übrigens, bei den Hunden war das. Es war brutal. Warum tut jemand so etwas? Um sie zu beherrschen. Das ging schief. Sie litten nur. Konnten nicht gezähmt werden. Und ich war beteiligt. Ich schäme mich so. Sie töten grundlos. Deshalb habe ich die RDA verlassen. Ich konnte nichts tun. Wir müssen das beenden. Sie von diesem Dasein erlösen. Ja. Tu das Richtige. Sonst zerstören sie das Ökosystem. Anka hat seltsame Aktivitäten gemeldet. Das könnten Bestien sein. Ich sende die Koordinaten. Es tut mir leid, dass es so weit kam. Okay, das war's mit den Wölfen, wo wir da so eine durchgedreht mit diesem Band gefunden haben. Das sollte man bei ihnen abgeben. Okay. Was ist mit diesem Nor? Du brauchst was Neues. Das kann sein, ja. Aber aktuell habe ich nicht dann die nötigen Punkte dafür. So. Ist das Heck weiter? Nö. Schusswaffenschaden, das klingt eigentlich ganz nett. Ich nehme das mal. 10% ist doch nicht wenig. Dip, 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 dip. Das ist hier drin. Hier haben wir 13% gegen RD. Und hier hätten wir aber 10% gegen alles. So. Lass dich nicht zerstückeln. Aber immer noch der Falsche. Müssen wir uns weiter umschauen. Wen sollen wir denn finden? Alexander. Alexander, Alexander. Wer are you? Bist du? Also. Was auch immer uns erwartet, wir werden bereit. Naja, ist doch gut. Alexander? Bist du Alexander? Wir hätten fast alles verloren. Warte. Hör zu. Hey, was hast du für mich? Ein Tablet. Jemand von uns hat es verloren. Kannst du es reparieren? Autsch. Wohl kaum. Ich fürchte, dieses Tablet braucht einen Priester, keinen Wissenschaftler. Du sagtest, es gehöre jemandem vom Widerstand? Ja. Menschlich angesichts der Schuhabdrücke am Fundort und weiblich, wenn man der Audioaufzeichnung glauben kann. Sie wurde weit entfernt vom HQ aufgenommen. Absichtlich. Ein weiblicher Mensch. Nicht viele Optionen. Viel Glück. Das ist alles? Wem könnte das kaputte Tablet gehören? Da hat sich jemand alleine rausgetraut. Also jemand mit Mut, mit Stolz. Zu stolz, wenn Privatsphäre wichtiger als Sicherheit ist. Mhm. Und so Früchte von unten, oder? So, was haben wir denn hier? Hallo? Jemand bekloppt genug, einfach rauszugehen? Jemand weibliches, bitte. Ja, ich habe einen Punkt dran. Wie viele die Äste, ne? Oh, die haben wir ja. Mal was? Nein. 28 bis 103. Wir haben nur den langen Bogen. Ich muss dringend mal Äste finden, habe ich das Gefühl. Den Flug spüre ich noch. Aber Anka steuert für gewöhnlich ziemlich geschmeidig. Wurdet ihr vielleicht zu ein paar Ausweichmanövern gezwungen? Na gut, Hör dich auch kurz jetzt Widerstand um.
74 Minuten. Du hattest recht mit Taylan. Ich bin froh, dass ich auf dich gehört habe. Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. So, ich würde ja mal an... dir? Anka, warst du vor kurzem im Regenwald? Nun ja, ich bin Pilotin. Das würde passen. Bin ständig draußen. Muss die RDA im Auge behalten, weißt du? Hast du vielleicht ein technisches Gerät verloren beim letzten Mal? Was? Sicher nicht. Dazu müsste ich schon ein Tablet oder so direkt aus dem Cockpit werfen. Mhm. Sicher? Ich sagte Gerät, nicht Tablet. Wie kommst du auf Tablet? War das Erste, was mir einfiel. Keine Ahnung. Meintest du dieses Tablet? Wo zur Hölle hast du das her? Ein Aranahe-Sammler führte mich zum Fundort. Was hast du darauf entdeckt? Audioaufnahmen. Warst du das? Verdammt! Lass uns woanders sprechen. Folge mir. Was auch immer uns erwartet, wir werden bereit sein. Es ist mir so peinlich. Ich habe den Ort extra gewählt, damit sich niemand meinen Unsinn anhören muss. Wie viel davon hast du denn gehört? Alles, aber ich behalte's für mich. Oh, alles? Na toll. Die Wespen fanden mein Gedicht jedenfalls sehr schrecklich. Oh, warum bin ich nur dorthin gegangen? Wie albern. Was hatte ich mir dabei gedacht? Ich glaube, du hast an Liebe gedacht. Über Gefühle und solche Dinge kann ich wirklich nicht sehr gut reden. Ich wollte nur einen ruhigen Ort finden, um das alles zu verarbeiten. Man sagt, Liebe verleitet Dumme dazu, Dummes zu tun. Hätte ich nur darauf gehört. Selbst ohne die RDA und die üblen Zeiten, in denen wir leben. Weißt du, wie schwierig es ist, hier romantische Gefühle zu haben? Ich kann nicht mal Blumen pflücken, ohne umgebracht zu werden. Kann ich dir helfen? Nein. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber lieber nicht. Ich wollte meine Gefühle zeigen und habe in ein Wespennest gestochen. In ein echtes. Schluss damit. Vergiss es. Ich verdränge es einfach. Darin bin ich gut. Hm. Ach, Mädchen. Ein Leiter der RDA erledigt. Wie viele fehlen noch? Ach, Mann, die Arme. Okay, na gut. Es war eine dumme Wette. Na gut, wenn sie nicht will. Pech. Ja, wir machen den Segen hier weiter, würde ich sagen. Mhm. Aber ich habe hier gerade schön viel bekommen. Hast du noch irgendwas im Angebot? Was darf es heute sein? Fernkampfwiderstand. Nee, bin nicht. Alles klar. Lass dich nicht zerstückeln. Ich doch nicht. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Ich muss nun meinen eigenen. Was hast Weg du? Finden. Hier, sieh dich gerne um. Das Schwachstellen schauen. Okay. Nicht wirklich. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Du hältst mir für ganz dämlich, wahr? Was wir wohl mit einem 3D-Drucker machen könnten. Mercer, hier, meine Wahrheit. Du willst ja diese komischen anderen Sachen dafür haben. Gib acht. Die hab ich ja nicht. Ausrüstungskiste hatte ich die hier auch? Vielleicht kann ich in der Basis von Mercer noch ein paar Samson-Teile ergattern. Wenn, dann wüsste ich nicht wo. Das nicht. Macht die Sauberkeit. 1%. Wow. Schade. Hätte sein können, dass sie was tut.
Okay. Auf zum Hauptquesting. Was ist das? Das hier? Da muss ich jetzt hin? Genau. Dann muss ich ja von hier aus die Schnellreise machen. Dann gucken wir mal schnell, wo die Jäger finden und dann ist es schon bestimmt bald wird Zeit für die Aufnahmepause. Gut, gut. 20 Minuten sind nicht viel. Bist du eine Jägerin? Nein, bin ich nicht. Ach, nochmal ganz kurz gucken. Was hast du jetzt für mich? Kann ich weiterhelfen? Ja, weiß ich auch nicht. Der Brustschutz ist schön, aber dafür reicht es noch nicht. Lendenschutz. 26 Gesundheit. Lendenschutz. Also wir könnten uns ein bisschen mehr Gesundheit machen. Was haben wir denn? 26 bei beiden. Wir haben 15 und 17. Komm her, wenn du mehr brauchst. Kann ich weiterhelfen? Beide werde ich bestimmt nicht kriegen, oder? Und sofort wieder. Huiuiui. Das ist aber teuer. Sonst sind die Designs kosten nichts. Heißt aber dann selber craften, ne? Heiß! Warum kann man denn hier in euer Feuer fallen? Sowas. Der Wandschmuck ist so charakterlos. Fremde. Die reinste Mittelmäßigkeit. Das was wir jetzt verändern, ne? Hell und ich muss das mal anziehen. Halt. Lass mich kurz gucken, kosmetisch. Hübsch ist er ja, ne? Ich kann nur das hier drauf machen. Ich müsste den wegmachen, um den zu sehen. Das kann ich nicht mehr abmachen. Komm. So doof aus sonst. Das ist ja schade. Dachte ich, kann ja den jetzt so. Da hängt da dieses doofe Ding dran. Und das kriege ich nicht weg. Und das fällt es kaum auf, aber da stürzt halt gewaltig. Oder kann man die Mods irgendwie ausblenden? Na gut, dann lassen wir das drüber. Dann weiß ich halt noch nicht. War hier gerade noch was Grünes? Nein. Einfach, aber es funktioniert. Okay. Aber die Struktur fehlt. Der Rhythmus. Du könntest das Ding in nur eine Farbe tauchen und für fertig erklären. Auch Unterstützung. So, dann wollen wir mal raus. Gefällt es dir hier? Und wir suchen den Typen mal noch auf. Ich habe ja immer noch ein bisschen Hoffnung, dass wenn wir jetzt die Hauptstory machen, dass wir halt einfach unseren eigenen Flug hier immer bekommen dadurch. Mal ganz ehrlich, wir brauchen ein Flugtier. Das ist hier so viel, so weit alles, dass wir ein Flugtier einfach noch brauchen. So, was machen wir einsammeln? Das hier. Das hier. Kann ich auch noch hiervon, wenn wir kriegen. Zurzeit kriege ich auch von der nicht. Was haben wir da?
So, wollen wir zu unserem Kumpel-Pumpel. Au. Stimmt, ihr macht auch schnell weg. Meins. Hat man nix, ne? Warte mal, wurde ein bisschen bekleckert. Ja, da weiß ich gar nicht, ob das uns irgendwie weiterbringt. Jägersrast. Da wären wir. Der hat nämlich seinen Flugi. Ich will auch so einen Flugi haben. Vielleicht Eto. Hallo. Deine Ikran ist schön. Meine Somme, kein Wind ist zu stark, keine Prüfung zu schwer. Wir jagen mit dem Herzen im Einklang. Bist du hier, um uns zu bewundern? Das verstehe ich gut. Nein, ich suche nach Eto. Andere Clans kennen mich. Selbst Verlorene. Lass mich raten, Nevika hat dich geschickt. Sie will, dass ich lehre. Langweilig. Sicher zu Hause. Den Kindern von Abenteuern erzählen. Sie verstehen es nicht. Was bedeutet Sicherheit, wenn man nie in Gefahr war? Somme und ich beherrschen den Himmel. Mit klopfenden Herzen. Mit allen Sinnen. Das macht uns stark. Furchtlos. Die besten Jäger. Nevika sagte, du jagst Sturmbiests. Darf ich mitkommen? Der ist ganz schön nervös da. Darauf bist du also aus? Bist du eine gute Jägerin? Wurde mir nie beigebracht. Nie beigebracht? Was hat dein Volk all die Jahre gemacht? Gibt es ein Land ohne Jagd? Ein Land, in dem sich die Kreaturen einfach zum Sterben hinlegen? Siehst du das? Junge Jäger üben zuerst das Zielen. Übe, oder die Sturmbiests werden dich jagen. Ein schwerer Bogen. Oh, hier. Oh weh. Jetzt haben wir noch einen langen, also langen Bogen und schweren Bogen. Okay. Ausrüsten darf ich den? Nein. Dann kommt der dahin erstmal. Gift, schnelles Anlegen, aber. Und der hat Kettenreaktionen. Oh, ich hasse, wenn es zu viel wird. So. Darf ich aber mit denen? Und du entscheidest dich für deine schwächste Waffe. Willst du dir das Leben schwer machen? Komm! Nicht schlecht. Dann ist dein Dank wenigstens berechtigt. Mein Dank? Meinst du das ernst? Was haben deine Leute dir beigebracht? Wie hast du gelebt? Lange Geschichte. Wenn ich das hören wollen würde, wäre ich zu Hause. Jedes Mal, wenn du jagst, nimmst du ein Leben. Daher musst du ihnen für ihre Gaben danken, wenn sie zur großen Mutter zurückkehren. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. So kann sie zu den Ahnen emporsteigen. Gut, merke dir das und verschwende die Gaben nicht. Okay. Die Gaben. Genau. Die Haut, das Fleisch. Du weißt, was du damit tun musst? Nevika wird es dir zeigen. Weiter jetzt. Du brauchst mich nicht als Beschützer. Aber ich brauche so ein Flugtier. Jetzt wirklich. So, was sollen wir machen?
Finde mit der Hilfe der Karte heraus. Okay, Biome, verschiedene Pflanzen. Okay. Ja. Aber woher soll ich denn wissen, wo so ein Suchesturmbiss fährt, um sie zu verfolgen? Bambus über den Bambus haben wir Köpfe grasen. So. Hammerköpfe. Ich will jetzt irgendwie wirklich rausfinden. Jagdbuch. Jagdbuch, Jagdbuch. Sturmbiest. Das heißt, erst nicht lesen, danke. Eintrag öffnen. Was möchten Sie denn? Seltene Sturmbiss findet man öfters in der Nähe von Flussufern im Bambusheim-Biom des Klingorwaldes. Okay, Bambusheim-Biom. In der Nähe des Klingorwaldes ist das das hier. Jetzt müsste ein Bambushain. Haben wir noch ein Bambushain? Das ist Dornenwald. Dann müsste das ja hier irgendwo sein. Und dann in der Nähe vom Wasser. Da so. Okay. Kann ich mich irgendwo dahin noch Schnellreise zur Weberblüte? Eigentlich müsste ich eine Pause machen. Verdammt! Suchen wir Sturmbiestpferde zum Verfolgen. Nichts über die Klänge des Waldes, um den Kopf zu beruhigen. Wusstest du, dass du Säbelflügelmotten zu ihren Nestern tragen kannst? Suche ein Sturmbiestpferde. Untersuchen. Ist er für ein Jungtier? Aha. Bist du Navi oder Biest? So oder so, ich will dir nichts Böses. In dem Bereich sind wir zumindest schon mal richtig. Und sie sollen ja irgendwo in der Nähe vom Wasser eher sein. Jetzt brauchen wir erstmal eine feste Spur, ne? Na, da ist eine rote Spur. Ich könnte wetten, diese rote, gefährliche Spur ist sie, oder? Unerkannte Wildtierpferde. Ja, geil. Ich glaube, okay. Ja. Oh, die Kleinen sind auch höflich. Jetzt aber gut. Ich tue euch ja nichts. Aber ich muss diese Fährten hier verfolgen. Glaube ich. Ich weiß es nicht.
Okay, das sind die Gefährten. Diese Jungtiere. Skarabäusschleicher. Oh. Was denn? Sturmbiest, Jungtierfährte. Also seid ihr das Sturmbiester oder nicht? Kleine Scheißviecher. Ich hoffe, lass mich jetzt ein bisschen in Ruhe. So, wir haben zumindest schon mal eine Jungtierfährte. Weißt du ja bestimmt. Schreckenspferd, nee. Aber 10 Jungtiere nicht auch? Sturmbiest. Ja, so ein Sturmbiest. Aber ich sehe doch einen falschen. Nee, Sturmbiest. Ich sehe dich. Dein Geist geht zu Awa und dein Körper bleibt, um uns zu nähren. Danke für diese Gaben. So, war das richtig? Ja, das war richtig. Das ist doch gut. Dann ist ja schön. So, kehre zum Hammerbaum zurück. Das machen wir noch schnell. Und dann muss ich eine Aufnahmepause machen. Schon mal viel zu lange die Folge. Mann, ich wollte kürzere. Ihr seid schuld. So, dann mache ich jetzt hier Ende. Wir geben die Quest erst beim nächsten Mal ab. Etua wird uns alle ruinieren. Wenn du meinst. Und ich sage vielen Dank fürs Dabeisein. Wünsche euch einen schönen Tag. Es müsste eigentlich noch vor Weihnachten rauskommen, die Folge, also von daher. Und es müsste eigentlich dann bald sein. Ich habe für heute noch eine Folge, das sind jetzt 4, ja, wird knapp. Aber es müsste noch vor Weihnachten sein. Also, dann bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein und ich sehe euch, hab Dank für eure Gaben. Schluss mit Jagen für heute. Indem ihr mir das ja mal einen Kommentar oder mal ein Like da lasst. So, dann bye bye.